Moin, auf jeden Fall ehrenhaft. Ich muss jetzt die ganzen Spuren neu einsprechen. Bei mir hat sich einfach mein Programm verabschiedet und alles ist gelöscht worden von dem, was ich eingeredet habe. Perfekt, Alter. So, wie geht's euch? Ich hoffe, gut. Mir geht's natürlich perfekto. Wir haben jetzt wieder Drachentruhen schwer am Start und die machen wir alle auf. Und wir haben Tatsache beim letzten Mal Nordwind-Waffensteine im 15er Stack bekommen. Das Nice ist, einmal 15er Stack Waffensteine direkt gewinnen. Und was heißt gewinnen? Natürlich, dass man sich nicht darauf ausruht oder aufhört, wenn es am schönsten ist, so ungefähr, sondern man kauft neue Truhen. Das ist völlig selbstverständlich. In Metin 2 wäre alles andere Lug und Betrug. Deswegen sehen wir jetzt, was aus den weiteren Truhen rauskommt. Wir haben eine Schlangenklinge plus 0 bekommen. Das ist nicht schlecht, weil ich habe die ganze Zeit nur Herstellungen gezogen. Jetzt haben wir Schlangendolche plus 0 gezogen. Ich fühle schon die 4 DSS und 2 Mob. Und Nordwind-Waffensteine plus, die kamen tatsächlich gar nicht mal so schlecht raus. Das Coole dabei ist, Nordwind-Waffensteine plus und Nordwind-Waffensteine haben immer einen schönen Wert. Und wenn du die rausziehst, da bist du schon, da kannst du so schnell ins Plus rutschen. Alleine, wenn ihr jetzt schon mal seht, die normalen Nordwind-Waffensteine, die mir gezogen haben, die gleichen schon den ganzen Wert der Truhen aus. Das ist richtig geil. Aber es ist natürlich wie immer eine Glückssache. Wir gucken jetzt auf die Schlangenklinge, die unfassbarer Müll ist. Aber wir haben noch Schlangendolche. Und da fühle ich es richtig hart, dass sie was werden. Nächster Part. Dann gab es was, was wir die ganze Zeit vernachlässigt haben. Und zwar mein Schlangenmantel. Ich habe den einfach nur noch ausgeblendet, ey. Ohne Witz. Dieser Switch hat einfach nicht stattgefunden. Na gut, wir gehen jetzt mal trotzdem wieder drauf ein, weil da kommen jetzt ein paar Switcher auf jeden Fall zusammen. Das Mindestmaß, wie auch früher schon erwähnt, 1K, 10 TPA, 15 Wind. Alles, was darunter fällt, wird weggedreht. Naja, hoffen wir mal das Beste. Also, Switcher werden drüber geballert, es war eine Happy Hour. Und da ist, ja, in der Phase, wo ich da richtig Geld rausgefeuert habe, ist da auch gut was geflossen. Also ich glaube wirklich im Nachhinein, wenn ich mal so drüber nachdenke, ja, es ist halt immer wieder das Gleiche. Auf Risiko spielen ist halt so eine Sache, aber gut, wir sind immer noch hier in Metin. Deswegen, Leute, wenn ihr immer drüber nachdenkt, ob ihr euch was Fertiges holt oder was ihr noch viel oder wo ihr noch viel dran rumbearbeiten müsst, holt euch vielleicht das Fertige. Das ist halt, aber es ist halt Metin so, ne? Naja, hätte man eigentlich erwähnen müssen, das wisst ihr, glaubt selber schon. Wir haben jetzt 1,5, 15 Blitz, 10 TPA. Und ich so überlegt, okay, wo soll ich es benutzen? Nordwindschlucht, Seelenklamm, Beranzetau? Keine Ahnung. Es gibt nichts, wo ich die Blitz gebrauchen könnte. Und ich mache vorzugsweise Schlangenrun. Höllenturm, 15 Blitz, okay. Aber wie gesagt, Wind wäre wichtiger. Deswegen trotzdem weitergeswitcht. Das Ding ist halt einfach bei der Schlangenrüstung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ob ihr auch mal hin und wieder mal Rüstungen gedreht habt. Aber also Rüstungen, die Rüssis, die lassen mich teilweise echt hängen. Ich meine, es kam tatsächlich schon hin und wieder gute Bonis. Also ich erinnere mich daran, dass ich auch mal 1 KTP, 15 Wind und 5 TPA hatte. Aber das ist so, ja, boah, das regt mich halt auf. Dann sieht es so halb fertig aus. Keine 10 TPA, die ich als Körperkrieger schon mal mitnehmen würde, die nochmal, ne, full wären. Aber irgendwie, ja, schwierig, würde ich mal sagen. Da nochmal eine Frage an euch. Ich habe ja, wie ihr seht, eine DSS-Def-Rüssi. Habe ich genommen, weil ich in der Grotte 3 damit bin, auch im Schlangenrun, um einfach die ganzen Mobs so ein bisschen besser zu tanken. Trotzdem würde ich auch mal das Farmen mal wieder ein bisschen umverlagern und würde mir eine TP-Rüssi holen. Wenn es jemanden von euch gibt auf Azrael, der eine Schlangenrüstung plus 15 hat, mit TP, Doppelmob, vielleicht sogar auch Einfachmob, aber über 700 Verteidigung, der kann sich mal gerne bei mir melden. Aktuell suche ich auch noch zusätzlich eine Rüssi mit TP, weil TP merkt man schon wirklich, wenn du auch ein Pet und so weiter dabei hast, das skaliert schon sehr, sehr nice. Ja, 1,5 KTP, 50 AW, 3 TPA gehabt, 1,5, 15 Feuer, 5 TPA, 6 Wind. Wären das 15 Wind, hätte ich das sowas von safe gelassen. Einfach weil noch 15 Feuer dabei gewesen sind oder dabei waren, so. Aber sonst die Bonis,
Ihr seht selber, wie undankbar das ist. Ja. Es ist ein Trauerspiel. Vor allem das Witzige ist ja, es kam sehr viele PvP-Bonis drauf. Ich weiß nicht, ob jemand eine Idee hat, dass der Frissi für PvP benutzt. Ich glaube es jetzt mal nicht. Wobei, naja, kann schon sein. Sonst, ja. Wer von euch hat schon eine Schlangenrüstung plus 15? Wer ist noch am Appen? Wie viele Tries habt ihr schon auf Schlangenrüstungen drauf? Ich habe mal gesehen, es gibt auch coole 12er und 13er, aber dann muss ich mich zurückerinnern, wie es bei mir war, als ich meine 12er verkauft habe. Und ich weiß ganz genau, warum ich meine 12er verkauft habe. Und das ist halt total sad, ne? Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit Schlangenrüstungen. Was für eine habt ihr und welche Bonis habt ihr? Seid ihr damit zufrieden oder glaubt ihr, dass ihr bald wieder switchen werdet? Jetzt mal was anderes. Wir haben ein Giftschwert mit 60 DSS, 3 dB, 40 Angriffswert und 18 Eis. Natürlich nicht gekauft oder so, sondern die Person hat mir das geliehen. Also nochmal Dankeschön an Big Home. Wir haben das nämlich mal getestet gegenüber meinem Zodiac-Schwert. Mein Zodiac-Schwert hat 43 DSS, 10 dB, 24 Eis und 50 AW. Und das Gifty habt ihr ja gerade schon gesehen. Jetzt ist das Ding, ich war so, oh, okay, schauen wir einfach mal, wie viel Damage wir raushauen. Ich bin schon ein bisschen mit dem Gedanken reingegangen, ich glaube, das Gifty könnte genauso gut sein wie der Zodiac. Aber schauen wir mal. Also ich war aber so, könnte genauso gut sein, vielleicht ein bisschen schlechter. Und was tatsächlich sehr interessant war, der Peak beim Gifty war irgendwas mit 48k ungefähr. Und mit dem Zodiac erreiche ich das auch. Ich glaube tatsächlich, ich habe hier sogar irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Push gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber wenn wir gleich nochmal den Vergleich sehen. Leute, das Gifty macht identisch viel Damage wie mein Zodiac. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe wahnsinnig viel DSS, ne? Smuggies, ein Exorubin mit DSS und AW. Die 60 DSS beim Gifty skalieren nochmal volle Kanne rein. Also das mal als Test zu sehen, was ihr gerade seht, das ist, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Gifty macht einfach identisch viel Damage, wenn nicht sogar ein Mini-Ticken mehr. Aber wie gesagt, ich habe auch ganz andere DSS-Voraussetzungen. So, wir sind wieder beim Schlangenmantel. Ja. Ich meine, man muss natürlich sagen, es kam hin und wieder, kamen brauchbare Bonis, wie der hier. Aber kennt ihr das, wenn man dann irgendwann dazu sagt, ah, wäre der Boni mal full, wäre das mal full? Ja, dann weißt du schon so, ja, komm, Abfahrt, weiter. Ich meine, es kam Tatsache sogar hier hin und wieder mal Bonis, wo man sagen hätte können, das habt ihr ja selber gesehen, ja, das kann man ja theoretisch lassen. Aber ich will eigentlich diese 15 Wind haben. Und momentan das, was halt aktuell kam, auch der Boni ist nicht schlecht, aber es hat sich, ich werde diese Rüsse immer angucken und sagen, ich will dich drehen. Und darauf habe ich halt gar keinen Bock, ne? Aber meine Freunde, wir haben im Lager wieder was rausgeholt, aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich bin jetzt erstmal raus, euer Andi, ciao.